Du hast ja heute Geschenk bekommen, oder? Heute Geschenk bekommen. Immer noch Ferragamo. Ja. Bro. Bro. Das ist die fetteste Ausbeute bei Fake or Real, die wir seit langem gesehen haben. Hey Leute, was geht ab? Maximilian am Start und ich begrüße euch zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer Reaction am Reaction Friday. Endlich mal wieder den Tag richtig eingehalten. Vorab noch ganz kurze Info. Dieses Monat am 26. März ist es soweit. Der offizielle Drop der neuen Kollektion von M&M Art Destructeur. Für euch, die schon auf Instagram unterwegs gewesen sind, ihr seid natürlich die Ersten, die mitbekommen haben. Super, Max, gutes Deutsch heute wieder. Dass ein limitiertes Friends and Family Shirt erscheinen wird. Wer wissen will, wie das Ganze funktioniert, wer da was bekommt, schaut einfach auf Insta, supportet da, schaut die Stories, da wisst ihr Bescheid, Freunde. Ich will aber gar nicht mehr länger quatschen, merkt euch dieses Datum, 26. um 19 Uhr. Freunde, eine neue Reaktion. Man hat ein neues Video hochgeladen. Mit 16 Rolex und Dior Jordan 1 tragen. Fake oder Real Klamottencheck. Die Dior, ich glaube, das waren aber die Low. Kosten, glaube ich, bei Hypnitz 3.500. Also eine Ansage. Fake or real Klamottencheck, Mann. Wen hast du schon wieder gefunden? Wir schon rein. Willkommen zu einem neuen Video von mir heute auf meinem Kanal. Wir haben heute ein sehr, sehr cooles Video am Start. Ich habe schon gehört, also Justin hat auch gemeint, er fühlt den Zopf nicht. Ich fühle den Zopf komplett. Start, Leute. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, denn wir haben ein Fake or real Klamottencheck wieder am Start. Wir haben tatsächlich nur eine Person wie bei der letzten Folge, aber bei dieser einen Person hat es auch... Okay, das heißt, der Typ füllt das ganze Video. Ist eigentlich ein Anzeichen dafür, dass es nicht echt ist. Ja. Hat es in sich schon, ne? Also ist auf jeden Fall spannend. Wir haben hier auf jeden Fall eine lustige Szene am Start. Die könnt ihr euch auf jeden Fall bis zum Ende anschauen. Mich persönlich würde es freuen, wenn ihr nach dem Video eventuell kurz mal in die Beschreibung geht und meinen Zweitkanal abcheckt, denn dort kommt mit... Feier ich heißt dein Zweitkanal auf YouTube. Mittlerweile. Wir haben auf jeden Fall eine lustige Szene am Start, Leute. Natürlich wurden die Rona-Maßnahmen auch gehalten. Sprich, ich stand alleine mit einer Person vor der Kamera und der Kameramann hatte 4-5 Meter Abstand von uns. Deswegen ging das auf jeden Fall noch fit. Da hat das Zoom ordentlich gearbeitet. Ja, Leute. Ich wollte mal sagen, wir talken nicht so viel rum und gehen straight rüber zum Video. Was geht ab, Bruder? Was geht? Ja, okay. Also, gut gemacht. Alles andere ist gut gemacht, Bro. Oh mein Gott. Also, wer kommt mal auf die Idee, dass er ein Shirt über einen Longsleeve drüber anzieht? Das ist... Also, diese Wave ist schon sowas von lange her. Die kann eigentlich nur schon wieder modern sein. Dazu die Rolex. Okay. Und dann noch die Schuhe. Also, mit 16. I don't know, Leute. Ich heiße Elias. Elias, wie geht's dir? Wie alt bist du? Gut, und ja, ich bin 16 Jahre alt. Mir geht's auch gut. Ganz, ganz wichtig in der jetzigen Zeit. So, Elias, du hast hier richtig den Drip am Start. Du hast Dior, du hast eine Rolex, du hast Digga, Dior Jordan 1er. Leute, was geht hier gerade ab? Dior Jordan 1er, Digga, das sieht man auch nicht alle Tage. Digga, du bist 16. Ja. Wie viel Geld verdienst du im Monat so? Ich verdiene noch gar nichts. Okay. Also noch nicht so viel, okay? Okay. Aber? Ach, bald und so. Bald. Bald und so, okay. Deswegen ist er in die Zukunft gereist, wo er schon viel Geld verdient hat, hat sich diese Sachen gekauft und ist wieder zurückgekommen. Ja. Wo warst du, die Schuhe? Der hat mir mein Cousin zum Geburtstag geschenkt. Ja, bestimmt, Bro. Das ist die 1:1 Aussage für Original. Habe ich von meinem Cousin bekommen. So, safe, bestimmt. Dein Cousin schenkt dir 5.000 Euro Sneaker. Der hat deinen Cousin geschenkt? Ja. Okay, dein Pullover? Ihm ist ja selber unangenehm, deswegen hält er sich da so die Hand und schaut die ganze Zeit weg. Pullover, was hast du? Und wie schlecht ist dieses Shirt gefaked? Was kostet der so? Der Pullover hier? Ja, also das hier, das Shirt. Dieses T-Shirt habe ich auch von ihm geschenkt bekommen. Ja, ja, natürlich, im Gesamtpaket. Er hat sich einfach gedacht, scheiß drauf, der Bro, mein Cousin, dem gönne ich einfach. Mama, 6.000 Euro Paket ready für ihn und here we go. Ich weiß nicht. Die Rolex auch vom Cousin geschenkt bekommen. Du weißt doch den Preis von denen. Preis und so. Und die Rolex? Ah, du weißt doch den Preis. Okay. Bei wie viel ist dein Outfit wert? Fragen wir jetzt einfach das Gegenüber nach dem Preis, wenn die Frage nach dem Preis kommt. Mein Bruder mir von Ausland, ich weiß nicht, wo er gegangen ist. Ja, okay, Bruder ist ins Ausland gegangen. Nach Dubai und so irgendwo. Ah, in Dubai! Bestimmt, okay. Gemeinsam mit dem Prinz Markus shoppen gewesen. 8.000 oder irgendwas gekauft für mich. Aha. 8.000, okay. Hat der Bruder für ihn gekauft. Freut mich, dass der in der Familie solche Gönner hat. Okay. Ist das alles echt?
Was? Also das hier? Ja, die sind echt. Die sind echt? Ja. Können wir ja einen näheren Blick drauf werfen? Ja. Du hast ja auch gerade gesagt, du kannst uns ja beweisen, dass die echt sind. Woran kannst du... Jeder Johnny sieht, dass die nicht echt sind. Erstens ist das viel zu dunkel, überall kommen die Fäden da raus. Bro, Bro. Aber er gibt auch keinen Fick, weil auch wenn die echt wären, scheiß drauf, wären dreckig, ist egal. Kannst du uns denn beweisen? Fette Crease ist am Start, juckt ihn nicht. Er kriegt sie eh geschenkt alles. Ja. Wenn die kaputt sind, kriegt er neue. Das ist nicht 1:1. Wie, das ist nicht 1:1? Ich habe mir gedacht, Originale sind 1:1 Originale. Gerade hat er noch gesagt, die sind original. Nein, original meine ich. Ja, und ich habe halt, da steht halt das Made in Vietnam. Oder Made in Vietnam? Somit können sie eigentlich nur echt sein. Weil, dass die in Italien gemacht werden, das ist ja nicht mehr der Stand, sondern das war denen einfach zu viel Arbeit, diese limitierten Dior Jordans zu machen bei Dior. Und deswegen haben die sich gedacht, egal, machen wir Made in Vietnam und fertig. Muss ich dir kurz hier zeigen. Made in Vietnam? Ja, da, guck. Okay. In Vietnam, Bro. Hier überall in Miami und so da. Oder muss ich dann kurz einmal aussehen? Frage an dich. Die kosten ja 7.000 Euro, ne? Ja. Du bist 16. Und die Uhr... Jetzt bin ich gespannt. Jetzt sagt er selber, sind made in Vietnam, sind aber original. Und jetzt sagt er, dass die 7.000 Euro kosten. Sagt er jetzt, dass die so viel gekostet haben? Kostet ja 8.000. Was kostet das? Was kostet das Shirt? Ich weiß es nicht. Also das hier, warte mal, die Moncler, das weiß ich, das habe ich... Okay, drunter haben wir nochmal Moncler, Leute. 350 Euro. Guck mal, das ist sogar Moncler. 53 Euro, okay. Ja, also warte mal, so halt man das kurz. Halt ich dir gerne. Halt mal. Ja, so sieht das dann aus. Ja, kein Plan. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch das nicht echt ist, weil es irgendwie... Das ist ja sowas von schlecht verarbeitet. Oh mein Gott. Moncler. Und hier haben wir noch Ferragamo. Ja. Bro. Ja. Also guck mal, ich sag mal eine Sache. Das ist die fetteste Ausbeute bei Fake or Real, die wir seit langem gesehen haben. Wir können ja hier ehrlich vor der Kamera reden. Ja. Ne? Wenn du das Geschenk bekommen hast, ist ja natürlich eine Sache. Aber ja, das Shirt ist auf jeden Fall nicht echt. Ja, ich kann das sein, aber ich weiß es nicht. Du weißt es nicht, ne? Ich habe das Geschenk bekommen. Ja, die Rolex ist auch nicht echt. Nein, guck. Sollen wir gucken zusammen? Ja. Alleine schon. Gucken wir zusammen. Du hast ja heute Geschenk bekommen? Oder ist heute Geschenk bekommen. Stabil, ne? So kriegt er heute einfach eine Rolex geschenkt. So. Wie schlecht die auch gemacht ist, Bro. Das ist so unangenehm. Ich bin leider ein bisschen raus, aber hier werde ich... Mit Diamanten sogar. Alleine wie dieses Gold aussieht. Dieses Gold. Jetzt einblenden, ob das echt ist oder nicht echt. Und wenn es fake ist, werde ich auch natürlich... einblenden, warum. Ich bin gerade ein bisschen raus aus diesem Rolex-Ding. Ich musste mich ein bisschen reinfuchsen. Aber ich sag dir eine Sache straight. Komm mal her. Wir haben hier das Rolex-Zeichen. Ich glaube nicht, dass das Rolex-Zeichen so in einer Schriftart hier rauf geprintet wird. Sag her, ich sehe es ja nicht. Dass die Uhr auch nicht echt ist. Ja. Also ist meine Vermutung. Ich kann auch natürlich auch falsch liegen, ne? Wer weiß. Vielleicht. Also. Weißt du auch nicht. Okay, jetzt bleiben nur noch die Schuhe offen. Wie kannst du uns... Safe, Wish oder AliExpress, safe, irgendwas in die Richtung. Wollen die Zuschauer wissen, wie kannst du uns beweisen, ob die Schuhe echt sind oder nicht? Ja, halt, da muss ich kurz aussehen. Jetzt zieh kurz aus, wir haben ja Zeit, Brudi. Jetzt bin ich gespannt. Wenn er eh schon sagt, die sind made in Vietnam, wie will er das dann... aus, muss. Dann muss ich das hier aufmachen. Ah, na, Entschuldigung. Kann ich das nicht hier so, weil da habe ich auch eine. Okay, kommen wir mal näher ran. Aha. Made in Vietnam, guck. Er weiß nicht mal, dass die von Dior gemacht werden und nicht von Nike. Nicht einmal das weiß er. In Vietnam. Das heißt noch nicht aber, dass er als Original ist, oder? Das kann man ja auch... Machen weiß aber Gott sei Dank schon, oder? Einfach irgendwo hinschreiben. Ja. Bro, da steht nicht Made in Vietnam, die werden von Dior gemacht. In Italien. Handmade. Okay, ich sag mal so, das lassen wir abchecken. Okay, das lassen wir einfach jetzt mal offen. Und wir gucken einfach. Das ist das Besondere an diesen Schuhen, dass die nicht von Nike gemacht werden, sondern... Ach. Jemand wird das einfach kontrollieren. Ja, aber oder du sagst, ich habe da echt. Auch... da sind auch noch ein Schild da. Okay. Ah, okay. Ein Off-White-Schild vielleicht noch. Kollabo. Okay. Frage an dich. Was hältst du denn allgemein von Menschen, die so mit gefälschten Klamotten flexen? Ist ja jeder überlassen, okay? Kann er machen, was er will halt. Manches okay, zum Beispiel...
können sich das leisten und manche auch nicht. Oder, safe. Ja. Also safe. Ist jedem überlassen, ist ihnen egal. Also, normal. Wenn der gefaked ist oder nicht. Jeder für sich, ne? Ja. Ja, cool. Digga, danke, dass du mitgemacht hast. Möchtest du noch irgendwas in die Kamera sagen? Jemand grüßt dein Ja, grüß deinen Cousin am besten. Oder deinen Bruder. Beides Ehrenmänner, die schenken mir so tolle Sachen. Kann willst du auch schon sagen, ne? Mein Insta ist gehackt, wurde gehackt vor ein paar Wochen. Oh, hallo. Ja, aber. Warum? Darf ich das so hochladen? Ja, genau. Also, wir haben jetzt den Boy hier am Start. Leute, ihr wisst Bescheid, wir sind live aus der Zentrale und werden jetzt einmal ganz genau durchgehen, was er so trägt und werden auch sagen, ob es real oder fake ist. Ja. Wir haben jetzt den Boy hier, er ist 15 Jahre alt, trägt einen Nike. 15? Ich hab mal gedacht 16. Dior Jordan 1, der bis zu 6.000, 7.000 Euro kostet. Trägt einen Ferragamo-Gürtel, Dior-T-Shirt und eine Rolex Datejust 36. Ich glaube, das war eine Vintage-Rolex Datejust. Da bin ich mir gerade nicht so ganz sicher. Aber eins kann ich. Ja, wieder an Marc schicken, oder? Straight sagen, wir haben auf jeden Fall alles checken lassen. Und ich gehe mal erstmal ein auf sein Shirt von Dior. Da bräuchte ich eigentlich keine Hilfe. Also ich glaube, da sieht doch. Sehr gut, Mann. Bei den Schuhen schon, aber da nicht. Das Teil nicht echt ist. Die Dior-Schrift ist viel zu groß und in dieser Variation gibt es das Shirt eigentlich gar nicht. Hätte ich auch noch nicht gesehen in Weiß. Ich kann euch ja mal was einblenden, was das Shirt. Ja, in Grau-Weiß und so gibt es das. Ja, so in die Richtung. Denke ich mal, nachstellen sollte. Und ja, da sieht man auf jeden Fall ganz easy, dass es nicht echt ist. Ein Hemd gibt es aber in Schwarz-Weiß. Darin kostet das Shirt auch nicht 350 Euro, sondern also normalerweise bei dir 500 Euro. Daran hat man auf jeden Fall auch schon gemerkt, dass es eventuell nicht echt ist. Also beim Shirt kann man straight sagen, dass das Shirt nicht real ist. Dann hatte er noch eine Uhr am Start. Bei der Uhr habe ich mich etwas schwer getan, selbst im Video hat man das gesehen, weil ich ein bisschen raus bin aus diesem Thema, was die Uhren so angeht. Ich muss da mich auf jeden Fall wieder reinfuchsen, da jetzt auch der Sommer kommt und auf jeden Fall mehrere Fake or Real Folgen online kommen werden. Aber ich hatte auf jeden Fall Kollegen aus der Uhrenszene, die das Ganze für mich auf jeden Fall übernommen haben. Munich Wristbusters. Ich hatte erstmal Munich Wristbusters angeschrieben. Leon hatte leider nicht so viel Zeit, um das Ganze mir rechtzeitig, sag ich mal, zu sagen, ob die echt ist oder nicht. Deswegen hatte ich nochmal den Boy aus Wien angeschrieben, und zwar der Wrist Guy. Da bin ich mir ziemlich sicher, die ist nicht echt. Der Abstand zwischen Glas und Ziffernblatt ist zu groß. Und die Datumscheibe scheint ein bisschen zu klein zu sein. Also die sieht auf mich nicht echt. Und das Gold sieht doch einfach strange aus, oder nicht? Die Uhr ist anscheinend auch nicht echt. Und da witzig wäre, wenn er daneben stehen würde, der Typ. Haben wir auf jeden Fall das nächste Teil, was nicht real ist. Jetzt haben wir aber nochmal seinen Schuh. Ja, Leute, sein Schuh, ein Nike Dior Jordan 1er. Also das ist, da ist er jetzt selber drauf gekommen, der Mann, oder? Ein Schuh, der kostet 5.000 bis 6.000 Euro. Im Retail allein schon kostet er 1.000. 2.200 kostet er im Retail, oder nicht? Oder 1.800? 900 Euro. Okay. Und ich wusste es eigentlich schon vor Ort. Er hat den Schuh nach dem Video ausgezogen und mir in die Hand gedrückt nochmal, damit ich das nochmal mir anschaue. Da war leider aber die Kamera nicht an. Da haben wir aber auf jeden Fall das Thumbnail gedreht. Aber ich hatte schon gemerkt am Material, dass da irgendwas nicht so ganz stimmt. Bro. Made in Vietnam. Das sagt alles. Ich habe den Schuh auf jeden Fall nochmal Fabian von Hypebeats geschickt. Fabian kennt, denke ich mal, auch einige. Der Boy besitzt zwei Sneaker Resell Stores, wo etliche Schuhe verkauft werden, wo er auch immer Legit Checks durchführen muss und das Ganze immer checken muss, ob die real sind. Er kennt sich auf jeden Fall sehr, sehr gut aus mit den Schuhen und der hat mir auch straight gesagt, dass der Schuh nicht für ihn echt aussieht. Also der sieht fake aus. Schade für den Boy. Leute, Made in Vietnam! Ich muss an der Stelle sagen, er ist 15, hat die Sachen auch alle geschenkt bekommen. Ich vermute einfach, dass er jetzt nicht hier unbedingt fake flexen wollte, sondern einfach. Also da vermute ich das Gegenteil. Auf jeden Fall spannendes Video von Alhamdulillah Han, Mahan, hat mir gut gefallen. Top, top, top. Weiter so, Mann. Ich verlinke jetzt auch hier und hier ein weiteres Video von mir. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und nicht vergessen, am 26. März der offizielle Drop um 19 Uhr von MEM Art Destructeur. In diesem Sinne, Freunde, wir sehen uns am Sonntag mit einem sehr, sehr spannenden Challenge-Video. Also schaltet rein. Das war's von mir, euer Maximilian.